Wir haben ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages eingeholt zu der Frage, wie das nun das Verhältnis Ermittlungsbeauftragter und Bundestagsabgeordneten eigentlich ist. Wie ist das rechtlich zu bewerten? Und dieses Gutachten, das mir seit gestern vorliegt, haben wir bestätigt unsere Auffassung. Da steht ausdrücklich drin, dass sämtliches Material, was ein Ermittlungsbeauftragter, der eingesetzt wird, erhält, auch den Abgeordneten, die ihn ja beauftragen sollen, selbstverständlich auch zur Verfügung stehen muss. Das heißt, dieser tolle Gedanke, der da im Kanzleramt entwickelt worden ist und weiterentwickelt wird, man ersetzt die Abgeordneten durch einen Ermittlungsbeauftragten, wer auch immer das sein soll, der kann nicht vermeiden oder verhindern, dass die Abgeordneten von ihrem Recht Gebrauch machen, diese Unterlagen, die dem Ermittlungsbeauftragten möglicherweise zum Teil oder ganz zur Verfügung gestellt werden, also insbesondere Selektorenlisten, auch den Abgeordneten gegeben werden müssen. Weil, der Kollege von Notz hat da zutreffend darauf hingewiesen, ein Ermittlungsbeauftragter dient immer nur der Unterstützung der Abgeordneten und auch in der Vergangenheit war es so, dass die Akten, die etwa der Beauftragte des PKG, Jerzy Montag, als Grundlage für seine Arbeit genommen hat und die er ausgewertet hat, selbstverständlich den Abgeordneten auch zur Verfügung gestanden haben. Ich habe viele Tage in Treptow verbracht und diese Akten eingesehen, bis es mir dann zu viel wurde und ich das nicht mehr geschafft habe. Und ich hätte aber auch den Rest nur einsehen können. Das hat jetzt dann der Sachverständige des PKG gemacht. Wie das jetzt ausgeht, wissen wir nicht, aber das stärkt natürlich unsere Auffassung, dass wir notfalls, falls die Bundesregierung wirklich diese Pläne durchzieht, das Bundesverfassungsgericht bemühen und in diesem Falle hoffen, dass das Bundesverfassungsgericht dem, so wurde das ja eben auch hier bezeichnet, schärfsten Schwert des Parlaments nicht die Schärfe oder die Schärfe wiedergibt und ihn nicht zu einem stumpfen Schwert macht. Es geht immerhin um essentielle Kontrollrechte des Parlaments gegenüber der Regierung. Und wenn man da einmal mit anfängt, die zu verlagern auf Einzelpersonen, die dann das Vertrauen der Bundesregierung haben, was offenbar bei den Abgeordneten nicht der Fall ist, dann kann man sich in Zukunft irgendwann Untersuchungsausschüsse ganz sparen. Herr Strömmel, was sagen Sie denn zu diesem Experiment? Eine Klage würde, die Behandlung einer Klage würde länger als ein Jahr dauern und dann schon das sei unerträglich, den Zustand hinzunehmen. Also diese Frage, wie lange Verfahren beim Bundesverfassungsgericht dauern, die muss man dem Bundesverfassungsgericht überlassen. Wenn das Bundesverfassungsgericht in einem solchen Antrag näher treten will, dann wird das Bundesverfassungsgericht, wie auch in vielen anderen Fällen, denken Sie mal an die ganzen Europaentscheidungen, auch Zeit finden, vorher und rechtzeitig über solche Anträge zu entscheiden. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Möglichkeit, kann solche Sachen vorziehen und es wird ja die Not, die das Parlament hat und die Abgeordneten haben, durchaus auch sehen und ich bin da guter Hoffnung, dass es an der Zeit nicht scheitern wird.